Jo, moin liebe Leute, herzlich willkommen bei Money for Future. Hier geht es ja um Nachhaltigkeit und ich habe gestern Abend einen richtig spannenden Artikel gelesen. Tesla bringt einen Wechselrichter auf den Markt und Wechselrichter, Speicher, Solar, das ist ja hier das Thema auf dem Kanal. Und darüber wollte ich heute mal ein bisschen philosophieren und was die Firma alles so vorhat und was dieser Wechselrichter sozusagen ein kleines Puzzleteil ist in dem Ganzen. Also ich habe den Artikel hier gesehen auf teslamag.de gestern Abend so im Handy rumgescrollt und dachte so, jo, wieder mal ein kleiner Step. Und Tesla ist eigentlich eine unglaublich krasse Firma, wenn man sich überlegt, wo die überall unterwegs sind. Wir haben ja Tesla hier mit einer ganz normalen Internetseite, wo man halt alles sehen kann, im Grunde, was diese Firma macht. Ja, die machen Autos, die machen eine Solar Roof, also sie haben ein eigenes Dach sozusagen entwickelt aus Dachschindeln mit Solar. Darüber habe ich auch schon mal ein Video gemacht, packe ich euch in die Videobeschreibung. Und dann haben sie auch Solarpaneele, die man halt in den USA auch ganz normal hier auf der Homepage in den USA bestellen kann. Und wenn man dann auf diese Homepage geht, dann sieht man halt, was sie noch alles machen. Und das finde ich halt unglaublich spannend. Also nicht nur, dass man hier diese Solarmodule bestellen kann, was ja auch schon etwas besser ist. Beim Solar Roof ist das Problem, die haben ganz, ganz viele Kontakte. Deswegen ist das nicht ganz so effizient. Und sie haben natürlich dann die Solaranlagen, Solar Roof oder Solarmodule. Dann haben sie den Speicher, die Wallbox. Und jetzt auch diesen Wechselrichter. Das ist insofern interessant, weil der Wechselrichter natürlich sozusagen die ganze Energie im Haus verteilt. Den Wechselrichter gibt es in den USA, also das heißt, den gibt es in Deutschland nicht. Die Stärke von dem Wechselrichter gibt es in zwei Varianten, einmal mit 3,8 kW und einmal mit 7,6 kW. Das ist nicht wirklich stark, also kW ist immer die Leistung, kWh, also Kilowattstunden, ist immer die Kapazität. Das ist nicht wirklich viel, ich weiß nicht, was man damit dann alles machen soll, weil so ein Wechselrichter, wenn ein Auto mit 11 kW geladen werden soll, dann ist er da schon sozusagen viel zu klein für. Aber gut, das ist halt ein einphasiges Netz in den USA, klar, das muss man berücksichtigen und die Autos werden wahrscheinlich auch nicht dann so schnell geladen, wenn sie denn zu Hause an der Steckdose hängen. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, weil ich glaube, könnte ruhig ein bisschen stärker sein. Das wäre, denke ich mal, so 10 kW wäre schon in Ordnung. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, so ein Wasserkocher hat irgendwie 1,5 kW oder eine Herdplatte hat 2 kW, wenn man dann eine Herdplatte und einen Wasserkocher anmacht, dann ist das Ding schon sozusagen am Limit. Der 7,6er, der könnte das gerade noch mitgehen. Also sie machen Solarzellen, sie verkaufen Solaranlagen, sie verkaufen Autos mit großen Batterien, natürlich, sie verkaufen Speicher wie die Powerwall und sie verkaufen jetzt auch Wechselrichter. Die Preise sind im Moment noch nicht bekannt. Es wird ja nur in den USA verkauft. Ich weiß auch nicht, ob es überhaupt jemals hier nach Deutschland kommt, weil in den USA haben wir ein einphasiges Netz und in Deutschland haben wir ein dreiphasiges Netz. Da wird es, glaube ich, eben einige Probleme geben. Ich glaube auch nicht, dass dieser Wechselrichter notstromfähig ist, sondern eher, dass er halt ein einphasiger Wechselrichter ist, der einfach nur sozusagen eure Energie verteilt. Das Ganze, und das ist halt richtig krass, ist dann natürlich wieder über die App steuerbar. Also ihr habt dann nicht nur euer Auto, die App, sondern auch die ganze Energieversorgung von eurem Haus auf eurer App oder in eurer App, wo ihr das dann auch einsehen und steuern könnt. Und das ist halt super interessant. Jetzt kommen dann die nächsten Schritte und alle, die sagen, ja, bei Tesla wird es kein bidirektionales Laden geben. Das ist auch Quatsch. Also das bidirektionale Laden heißt, aus dem Auto raus zu laden oder halt auch wieder ins Auto reinzuladen, je nachdem, was gerade benötigt wird, weil so ein großer Autoakku, der hat halt einige Kilowattstunden, damit kann man locker ein paar Tage so ein Haus auch mit Strom versorgen und das ist halt unglaublich spannend. Und was ist jetzt sozusagen die Strategie dahinter? Natürlich, irgendwann will er zum Mars fliegen, das heißt, er braucht irgendwo auch Energie. Er will ja hier auf der Erde erstmal so eine nachhaltige Mobilität einführen, aber im Grunde ist ja sein Endziel der Mars ein sehr weit gestecktes Ziel und dafür braucht er eigentlich alles, was er gerade so baut. Er braucht Raketentechnik mit SpaceX, er braucht Mobilität natürlich auch, er braucht Energie und er braucht auch Kommunikation und diese Kommunikation baut er halt auch gerade auf. Das heißt, diese Boring Company baut Tunnel, die Raketen SpaceX und die Kommunikation mit Satelliten über den ganzen Globus verteilt, die sorgt dafür, dass er halt perfekt die Autos steuern kann und dann auch alles over-the-air update-fähig machen kann. Und was wird er noch? Er wird noch Stromanbieter. In UK hat er das schon beantragt und das wird er natürlich auch überall anders tun, weil wenn ich meinen Strom selber produziere, wenn ich die Mobilität selber anbiete, wo im Grunde auch nur große Mengen Strom durch die Gegend fahren in diesen Elektroautos,
und ich dann das Ganze miteinander vernetzen kann mit meinem Hausverbrauch und der Hausenergie, dann ist dieser Wechselrichter natürlich der logische nächste Schritt. Es bringt ja nichts, wenn ich nur den Strom mache, den irgendwo speichere, aber halt den nicht auch irgendwo verteilen kann. Die Powerwall, darüber habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht, ist halt auch nur so ein einphasiges System, aber Kosten Nutzen oder Kosten für die Kilowattstunde sind halt sehr gering. Also unglaublich spannend, was uns da erwartet. Ich bin wirklich sehr gespannt, was da in der Zukunft noch kommen wird. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde es einfach nur mega krass, weil Tesla im Grunde alle Leute vor sich herschiebt. Amazon-Chef Jeff Bezos hat gesagt, Tesla ist eigentlich der Monopolist bald in vielen sehr strategisch wichtigen Bereichen. Und da müsste man aufpassen. Und das kommt dann von Jeff Bezos, der im Grunde ein Monopolist mittlerweile ist auf dem im E-Commerce-Bereich. Und der sagt, wir sind nicht die Gefährlichen. Tesla ist der Gefährliche, vielleicht um da mit einem Finger auf andere zu zeigen. Aber Elon Musk, muss man ganz ehrlich sagen, der hat es schon gut geschafft, immer wieder von diesen wirklich wichtigen Themen dann so ein bisschen abzulenken. Ja. Das Einzige, was so ein bisschen untergegangen ist, fand ich, war dieser Battery Day, wo er eigentlich eine unglaubliche Revolution vorgestellt hat, aber es gar nicht so in der Presse angekommen ist und auch von den Leuten nicht so wahrgenommen ist. Der Aktienkurs erstmal ein bisschen runtergegangen ist. Also, aber da kommen noch ganz, ganz viele heftige Sachen dazu und Tesla geht in verschiedene Bereiche rein, wird dann Energieversorger und ist nicht nur Energieversorger, sondern Produzent und hat dann auch die ganze Gewalt über die, oder hat dann auch sozusagen die ganze Kommunikation und die ganze, den Besitz über die Verteilung dieses Stroms, also egal, ob das jetzt mit den Häuseranschlüssen ist oder den Wallboxen ist oder dann auch mit den Schnellladenetzen, die sie dann überall haben. Also das wird hochspannend und es ist abzuwarten, was die deutsche Automobilindustrie dazu sagt und dann auch, wie sie reagieren wird, weil ich glaube, dass das nämlich genau der richtige Weg ist, dass die Automobilhersteller, so wie Tesla, dann auch irgendwo ein Energiedienstleister oder ein Energieanbieter werden müssen, weil das Thema Auto an sich sich bald sozusagen überholt hat. Das ist dann nur noch ein verlängertes Handy oder ein verlängerter Mobilitätsanbieter. Aber dieser eigentliche Autoverkauf, der ist dann nicht mehr auf dem, wer baut das beste Auto, sondern wer macht die beste Software und wer integriert das am intelligentesten in so ein System. So, das soll es von mir gewesen sein. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich finde es unglaublich spannend, was da gerade passiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Gerne auch einen Daumen hoch da lassen oder ein Abo, wenn ihr das hier gut findet und nicht verpassen wollt, diese Themen. Dazu kommt noch ganz, ganz viel. Und wenn ihr meine Videos im Allgemeinen gut findet, dann könnt ihr mich auch gerne bei PayPal unterstützen. Würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Bis dahin, euer Felix. Ciao.